Warum werde ich das Gefühl nicht los? Das explodiert gar nicht, das ist ja unfair. Na toll. Der hat uns gesehen, ne? Oder? Nein, hat er nicht. Anscheinend. Die Monster sind nicht das einzige Problem, was wir haben. Anscheinend laufen hier auch irgendwelche Roboter rum. Das ist ja toll. Und irgendwas raschelt da im Gebüsch. Hör auf. Das ist ja toll. Wo müssen wir lang? Nach links, ne? Wo der ist. Super. Großartig. Das wird ja mal... Das wird ja mal besser hier. Geht der einmal im Kreis, oder wie ist das? Wo ist der? Ich hoffe nicht mehr hier. Den Code. Den Code. Na super. Zugriff verweigert. Ja, ja. Oh. Wir können wieder. Ja, wir können leveln. Können wir was verkaufen? Makelloser Energieumwandler. Den können wir, glaube ich, verkaufen, ne? So, ich hätte gerne. Nein. Ja, ja. Ich hätte gerne. Und zwar hatten wir gespart, ne? Wir wollten hier Schaden erhöhen für unsere Waffe, glaube ich. Ja. Das wollten wir machen. Damit wir mehr Schaden machen für die Waffe. Sehr schön. Juhu. Hat 900 gekostet. Haben wir noch 528. Was haben wir denn sonst noch? Eine Gesundheitsspritze könnten wir uns für 500 kaufen, aber sehe ich nicht, finden wir zwischendurch auch welche. Da sind noch drei Fragezeichen, wo wir noch nicht hinkommen. 400 Magazingröße für die Flinte, ne? Oder? Oder ist das... Nee, das ist... Nee, doch. Das mit die Flinte müsste die Flinte sein. Was ist hier? Erhöht die GRP-Aufladungsrate durch zusätzliche Kühlkörper. Erhöht die maximale Energiekapazität. Ist auch schön. Aufladerate. Oder nehme ich eher die Magazingröße für die Flinte? Ich glaube, ich nehme die mal. Bzzz, bzzz. Qualitätsprüfung bestätigt. Okay. Sehr gut. Mal gucken, wie viele Kugeln da jetzt reingehen. Wir haben noch 128, den Rest will ich sparen. Ich wechsle mal eben auf die hier. Oh, da gehen jetzt vier rein. Hui, 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 hui. Sehr schön. So, wir müssen den Code von dem jungen Mann holen, der da liegt. Ich brauche den Code. Ja. So. Können wir uns eine Cola ziehen oder so? Ich hab Durst. Callisto Credits. Okay. Print Gear. Die Tür auch offen? Jo. Botanik. Wir gehen mal in die Botanik.
Das sieht ja cool aus. Entschuldigung. Das sieht ja verdammt cool aus. Gibt's hier das Gewächsmonster? Okay. Ich, ja. Ich frage mich halt immer, weißt du, wenn diese Station ja aktiv war, hier Menschen gearbeitet haben und tralala, ne? Und man ja hier so Monster ausspießen kann, frage ich mich immer, was haben denn diese Dinger für einen Sinn, wenn die Station ohne Monster war? Wofür dient das? Was soll das sein? Was soll das denn sein für ein Ding? Ist das ein Kleiderständer? Kann man eine Jacken aufhängen? Oder was? Ich weiß es nicht. Ich will es gern wissen. Ich meine, das ist für den... Klar, jetzt hier im Spiel für den Kampf dafür da ist, die Monster da reinzuschmeißen. Ja. Aber wofür war das so vorher? Lol. Diese Lampe erinnert so, als würden die Leute von der Sanitärfirma. Das sieht aus wie die Lampe, die Sanitärfirma da hatte, die bei uns war. Lol. Wie gruselig. Oh, eine Kiste. Na? Schön. Schön. Makelloser Energieumwandler und Revolvermunition. Wir brauchen aber... Das Problem ist, wir brauchen Platz für Leben, ne? Nein! Du scheiß Kackvieh, Mann! Toll, großartig. Inventar ist voll. Wo müssen wir denn lang? Hier lang? Nee. Hä? Das war jetzt nur für die Kiste und für die Munition. Dann werden wir jetzt Gesellschaft kriegen. Wetten? Ich hab's mir gedacht. Ich wusste es. Ich hab's geahnt. Na, mein Kleiner? Was hast du denn? Kotzeritis? Na? Was hat er denn? Der Kleine. Ja, was sucht er denn? Ja, du bist ein ganz feiner. Du bist ein ganz feiner. Ja, du bist ein ganz, ganz feiner. Ja, ja, ja. Was macht er denn da? Kann er mal weggehen? Toll. Er schnauft. Sieht er uns? Der sieht uns, ne? Wenn er uns nicht sieht, dann fresse ich einen Besen. Nein, er sieht uns. Es war so klar. Keine Arme, keine Beine, keine Führerscheine. Ja, das ist ja nicht so gut gelaufen. Da hängt er nun mal da ab jetzt. Tja, ja. Na, wer kommt durch die Bodenluke? Das wird doch nicht nur bei dem einen bleiben, oder? Ich hab's gewusst. Hey, ich hab da ausgewichen. Darf ich nochmal eben? Danke. So, Schrotflintenmuni, sehr schön.
gut. Dann können wir ja jetzt weitergehen. Oh Gott, warum hatte ich wieder recht gehabt? Dann können wir ja mal Automaten nochmal eben verkaufen, damit wir Platz im Inventar haben. Ja, ja. Verkaufen, damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. So, Sauerstoff. Was? Dreimal schlägt dazu. Ach so. Hilfe. Lauf damit. Nein. Alter. Ups. Upsi. Gute Nacht, Villager Young. Danke fürs Einschalten und gute Nacht, Villager Young. Haben wir es jetzt verkauft? Nein, müssen wir nochmal. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Jo, mach ich. Alle, die schlafen gehen, schlaf gut. Ne? Danke fürs Dabeisein. So. Okay, das mit dem Ziel muss ich noch üben, muss ich sagen. Noch einer ohne Fahrschein? Aua. Nein. Nein, 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 mein Freund. Komm mal her. Alter. Da hängt dein Freund. Da kommst du gleich dazu. Da kommst du gleich dazu. Ja. Deine Scheißmutation kannst du bei dir behalten. So. Kann ich mal eben mich heilen? Danke. Ah, schon viel besser. Ah, ja. Ah, da hängst du nur ab, ne? Dieser blöde Kotzer. Da kotzt da einen so eine blöde Säure an. Was ist das für ein wabernder Nebel hier? Geht weg. Man sieht ja nichts. So. Aber ich muss immer noch sagen, wie großartig einfach dieses Spiel aussieht, ne? Das ist halt schon cool. Und es macht echt Spaß. Und wie detailliert das auch einfach alles ist, ne? Auch wenn ich mal so gucke, so die Textur jetzt hier auf dieser Wand, hier so über, also da so, gar keine irgendwie Verpixelung oder, ne, ist schon sehr, sehr detailreich. Was? Was? Wieso juckt's mich denn da? Aua. Hab ich da was gestochen? Nee. Aua. Wo will er hin? So, das nehmen wir mit. Da können wir nicht rein. Wir müssen also in die Richtung. Bleibt uns nichts anderes übrig. Da hätten wir ein Out dran schmeißen können, aber ganz ehrlich, warum jetzt die Energie verbrauchen, wenn wir ihn auch lautlos ausschalten können oder konnten. So, Spiel speichert, sehr schön.
Nein! Uah! Wo ist das Scheißvieh? Geh weg, Alter! Puh, das ging aber so gerade eben gut. Ich dachte, diese... Beine weg! Beine weg, du kannst nicht mehr laufen. Arme weg. Arme weg. So. Und du kannst dich mal schlagen. Und Kopf weg. So. Hm. Auf Nummer sicher. Da liegt er da. Guck mal. Da zeigt er noch Peace. Guck ihn dir an. Ich dachte, deswegen habe ich die ganze Zeit geworfen. Jetzt sieht man nicht mehr wegen dem Nebel. Hier diese Flaschen. Da. Da ist Flammable drauf. Und ich habe gedacht, wenn man die so wirft auf den, dann explodieren die. Aber nee, scheiße, gar nicht. Gar nicht wahr. Machen sie nicht. So eine Kacke. Toll. Und wieso hat die Flinte nur noch... Oh, hat er nicht gespeichert unseren Umbau? Der hat unseren Umbau nicht gespeichert. Oh nein, leck mich fett. Wie wir gestorben sind. Müssen wir nochmal neu machen. Okay, deswegen... Verdammt. So ein Scheiß aber auch. So, warte. Das nehmen wir mit. So. Das erinnert mich gerade ein wenig an Soma. Ich hätte die Sicherung so oder so mitgenommen, also brauchst nicht zugehen, Tür. Alles gut. Gar kein Problem. Es hört sich so an, als würde irgendwas hier rumschlendern. Irgendwie Schlenderman. Schlenderman, die Apokalypse. Da müssen wir die Sicherung einsetzen. Wenn jetzt hier irgendwie so ein Vieh kommt, was uns angreift aus den Eiern, dann kotze ich im Strahl, weil wir können überhaupt nicht sehen durch den Nebel. Das wäre mega unfair. Wo müssen wir denn hin? Von da kamen wir ja. Ja. Ah, okay, alles klar. Nevermind. So, hier gibt es jede Menge Stuff. Revolver, Schlohflintenmunition ist voll, natürlich. Es war so klar. Ich will nicht die Schrotflinte nutzen dafür. Und erst recht nicht die Pistole eigentlich. Aber gut. Oh Mann. Scheiß. Wofür haben wir jetzt die Sicherung geholt? Nur für diese Tür? Nein, hör auf damit. Wo sind die? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Oh Gott, diese Geräusche, ne? Von überall kommen die her. Das ist so ekelig alles. Das ist mega ekelig. Ekelig vor allen Dingen auch. Ekelig. So.
So, wir sind da, glaube ich. Jo.